Normal geht es früh um 6 los für die Mannschaft. Das Büro ist ab um 7 besetzt. Dann beladen sie ihre Fahrzeuge und dann fahren sie im Hof. Ja, fahren sie dann mit den Fahrzeugen auf Baustelle. Arbeitsvorbereitung vor Ort, Maschine tanken, eventuell nochmal Kettensäge oder sowas, Kette feilen. Ja, und dann gehen sie an die Arbeit. Viele, haben wir die Erfahrung gemacht, können sich nichts unter dem Gärtner im Gartenlandschaftsbau vorstellen. Die denken, wir sind in Gärtnerei. Wir topfen was ein oder ziehen was groß, haben wir schon viel gehabt. Die bei uns saßen zum Vorstellungsgespräch, ja, man ist immer drin und man topft ein und so weiter. Zierpflanzenbau machen wir nicht. Raus in der Landschaft. Wir sind deutschlandweit unterwegs, ob das jetzt Hamburg, Köln oder Garmisch-Partenkirchen ist. Wir haben Rahmenverträge mit der Deutschen Bahn. Und auch mit anderen Bereichen, wo eben auf Abruf gearbeitet wird. Mit der Zwei-Wege-Technik, mit der Vegetationskontrolle im Gleisbereich und auch der maschinelle Profilfreischnitt. Für uns ist eben wichtig, dass wir dem Kunden konkret weiterhelfen können, eine Lösung bieten. Grünflächenpflege ist das Thema, dass wir vom Rasenmähen, Bäume fällen, Rabattenpflege, das komplette Spektrum anbieten. Ja, unser Team, das sind 30 Mitarbeiter, langjährige Mitarbeiter, auch viele, die hier aufgewachsen sind und genau wissen, wo es drauf ankommt. Ja, es ist abwechslungsreich. Also es macht nicht jeder Mitarbeiter jeden Tag das Gleiche. Ja, die Natur ist anders. Es ist sehr interessant, dabei zu sein, wie sich dieses traditionelle landwirtschaftliche Lohnunternehmen mit fast 30 Jahren Erfahrung im Vegetationspflegebereich zu einem modernen, ökonomisch und ökologisch vorandenkenden Unternehmen im Landschaftspflegebereich wandelt. Ja, wir sehen uns als eine Familie und jeder hat Mitspracherecht. Jeder kann ansprechen, was ihm auf dem Herzen liegt. Also es hat Spaß gemacht, so von der Schule direkt zur Ausbildung. Und das war eigentlich ein toller Start hier, alle sehr nett. War lustig, meine Anfangszeit, war auch in verschiedenen Bereichen drin. Nee, also Römerkaffee war auf keinen Fall. Man konnte direkt am ersten Tag schon, hat man Post eingetragen. Dann nach einer Woche wurde man schon eingearbeitet ins Telefonate annehmen. Dann konnte man mit den Kunden halt schon erzählen und man musste halt einen besseren Einblick in den jeweiligen Projekten, welcher Ansprechpartner das ist, musste auch die Ansprechpartner von dem Kunden. Ja, also man wurde dann schon als vollwertigen Arbeitnehmer angesehen. Es ist ein freundschaftliches Miteinander oder ein kollegiales Miteinander mit viel Spaß und Freude im Alltag.